Moin Leute, was geht ab? Ich bin euch schon von CGW und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es ein ganz besonderes Video, denn heute kochen wir den legendären Chili Cheeseburger von Moneyboy, denn diesen hat sich ein gutes Sardinensystem gewünscht und deswegen kochen wir den heute und dabei wünsche ich euch ganz viel Spaß und ab dafür! 10 Bitches und ich mach sie alle drunk. 10 Ketten und ich hab sie alle an. Der Boy no plug, I'm cooking. Der Boy no plug, I'm cooking. 10 Bitches und ich mach sie alle drunk. So, meine aktiven Freunde, wir gehen jetzt zum Edeka auf ganz entspannter Rino und kaufen da unsere entspannten Zutaten für den entspannten Chili Cheese Moneyboy Burger ein und ich wünsche euch ganz viel Spaß und dann sehen wir uns mal gleich wieder. Notification Gang, wir sind Lit Boy. Trap House Kitchen, wir sind Bike mit dem Shit Boy. Everybody looking, everybody cooking, finger licking good, real trap food. So, meine aktiven Freunde, wir waren jetzt auf ganz entspannter Rino alle Zutaten einkaufen und dann würde ich sagen, sehen wir uns ja gleich in der Trap House Kitchen wieder. So, meine aktiven Freunde, wir sind jetzt hier in der Trap House Kitchen und wir machen als erstes die Chili-Soße. Und wir machen die aber ein bisschen anders als Moneyboy und ein bisschen weniger. Aber wir brauchen für unsere Chili-Soße gehacktes. Da habe ich ein Chili-Gewürz, aber da brauchen wir so ein richtig schön dunkles wie hier. Und dass die Soße dann dunkel wird, wie bei Moneyboy. Und dann brauchen wir eine Karotte, die hat Moneyboy nicht drin, aber die brauchen wir. Und dann haben wir hier noch 500 ml Brühe und da würde ich sagen, bereiten wir die Soße mal zu. Als erstes machen wir unsere Zwiebel in schöne Würfelchen. So, meine aktiven Freunde, wir sind jetzt hier am Herd und jetzt machen wir unseren Herd an und geben Olivenöl in unser Topf. Wir haben lang genug gewartet, das Trap House Kitchen erscheint. Frei von all dem peinlichen Scheiß, frei von peinlichem Shit, den keiner peinlich. So, meine aktiven Freunde, jetzt ist unser Öl heiß. Das hört man jetzt ja auch. Und wir spülen das Ganze runter mit der Sprite oder Grape Fanta. Sunkist, ganz egal was wir sippen, wer die Hitze so, meine nicht aktiven kann. Freunde, wir machen jetzt wieder unseren Herd an und geben so ein Stück Butter hinzu. Also wir haben jetzt unsere Butter hinzugegeben und haben die schön verrührt, darauf Mehl gegeben, haben das Ganze dann umgerührt und haben dann unser Hackfleisch wieder drauf gegeben und dann haben wir die Zwiebeln hinzugegeben und die kleinen geriebenen Karotten, 500 ml Brühe hinzugegeben. Und jetzt lassen wir das Ganze für 20 Minuten aufkochen und machen nebenbei unsere Patties fertig. Tschüss! So, meine aktiven Freunde, wir schlagen uns jetzt ein Ei auf unser gehacktes. Rühren natürlich immer mal unsere Soße um, die auf dem Herd steht. Salz und Pfeffern das Ganze. So, jetzt geben wir unser eingeweichtes Toast hinzu. Und wir mixen das Ganze drunter. Fertig! So, meine aktiven Freunde, jetzt machen wir unsere Patties. Dann nehmen wir uns mal so eine Handvoll. So, jetzt drücken wir die schön runter. Ich habe leider keine Burgerpresse wie Moneyboy. Patty-Presse. Das machen wir jetzt noch mit ein. Jetzt geben wir etwas Öl in unsere Pfanne, rühren das Ganze um. Jetzt geben wir unsere Patties hinzu. Jetzt geben wir unsere Patties in unsere Pfanne. Boah, sehen die nicht gut aus, ey. So, jetzt wenden wir unser Patty. So, meine aktiven Freunde, jetzt geben wir noch auf unsere Patties Cheese. So, meine aktiven Freunde, jetzt tun wir unsere Patties unsere Burger Buns in den vorgeheizten Ofen, der bei 220 Grad vorgeheizt ist. Und dann lassen wir die jetzt so lange tun,
bis die alle schön fertig sind. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns mal gleich wieder. So, so sieht unsere Soße aus. Die ist auch so ein bisschen hart geworden. Ist so ein bisschen dicker geworden. Aber so muss das auch. Und jetzt sind auch bald 20 Minuten rum. Und dann mache ich das nur noch das Feuer aus. Und dann ist das perfekt. So, meine aktiven Freunde, jetzt kommen wir zum Burgerbauen. Und als erstes geben wir etwas von unserer Chili-Soße auf unser Burgerbun. Verteilen das auch richtig schön. So, dann geben wir Tomatoes auf unseren Burger. Und Gurken. Eingelegte Gurken. Da auch nicht sparen. Könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auf dem Burger auch gerne Gurken habt. Und jetzt geben wir unser Patty auf unseren Burger. Und geben da drauf jetzt einen ordentlichen Klecks von unserer Soße. Und oben geben wir ein bisschen was von einer Burgersoße oben drauf. Und jetzt ist das Ganze fertig. Lecker! Notification gang, wir sind lit, boy. Trap House Kitchen, wir sind bike mit dem Shit, boy. Everybody looking. So, meine aktiven Freunde, jetzt kommen wir zu dem besten Teil dieses Videos, dem Verkosten. Und ich freue mich ganz besonders auf den Money Boy Burger. Und da beißen wir jetzt mal rein. Was soll ich nur zu diesem Burger sagen? Es ist einfach Bombe. Also es ist einfach ein Gedicht, weil diese Chili-Soße hat sich auch mit dem Käse von dem Burger-Patty verbunden und der schmeckt einfach Bombe. Und mach das Ganze auch mal nach. Und zu diesem Burger passt natürlich auch ein Glas Wasser sehr, sehr gut dazu. Und da würde ich sagen, wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und da würde ich sagen, sehen wir uns nächsten Sonntag zu einem neuen Kochvideo auf meinem Kanal. Und bis zum nächsten Mal, euer Chefkoch CDB.